It's currently 8:55. I'm seeing clear blue skies today. Perfect weather for a picnic. Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Ich befinde mich hier gerade auf Rügen beim Slingshot Young Gun Contest. Wir hatten hier gestern schon den ersten Tag, haben so eine kleine SUP-Tour gemacht. Haben da schon ein paar nette Stunden am Abend verbracht. Eben gerade hatten wir schon unser Frühstück. Gleich gibt es von Mats und Lasse so einen kleinen Workshop in Richtung Social Media, Fotos, Videos. Der Wind soll nachher noch ein bisschen zunehmen. Dann können wir vielleicht mal ein bisschen Fäulen ausprobieren, worauf ich mich schon sehr freue, muss ich sagen. Das hatte ich noch nie gemacht und habe ich mega Bock drauf. Ja, ich bin mal gespannt, was der Tag so bringt. Und Colder the touch, dead in the eyes, no signs of life no more. I put your love under the knife. Leave me to die, here all alone, no signs of life no more, no. Halt auch verschieden fotografiert am besten. Zum Beispiel mit einer GoPro muss man halt wirklich nah ran, damit es cool aussieht. Weil wenn einer am Strand steht mit der GoPro fotografiert, da sieht man nicht viel. So. Das sieht nicht cool aus. Und die ist eh wasserdicht, da kann man schön nah ran und kann coole Perspektiven ausprobieren. Und mit so einem Teleobjektiv kann man halt auch mal vom Strand, können die Eltern mal vom Strand oder sowas fotografieren. Und ja, man kann auch aus dem Wasser fotografieren, aber da muss man halt nicht so nah ran. Und das ist einfach auch schon mal ein Unterschied irgendwie. Aber halt der Moment, wo man den Grab macht, sieht viel cooler aus als jetzt irgendwie ein Handlepart oder so. Ne? Also meistens hat man eine recht komische Position, wenn man die Bar passt. Man ist irgendwie versucht da gerade so ranzukommen. So. Häufig ist das gar nicht so das Ziel jetzt. Bei den Fotos selber. Bei Videos ist es wieder ein bisschen was anderes. Aber auch da zählt nicht unbedingt immer der krasseste Trick, sondern dass er in erster Linie gut ausgeführt ist. Und so. Es ist nicht immer so, es ist nicht nur so ein hardcore ernster Sport, wo es darum geht, krassesten neuen Tricks zu lernen, sondern es ist ja irgendwie auch, man will auch eine gute Zeit haben und man lernt neue Leute kennen. Und ja, wir sind jetzt fertig mit dem kleinen Workshop. Lasse und Mats konnten uns echt gute Tipps geben, was wir in Richtung Social Media, Videos und Fotos besser machen können. Der Wind scheint gerade echt ein bisschen besser geworden zu sein. Das heißt, so, wir fahren gegen 12:30, wenn wir mal zum Spot runterfahren. Wir werden mal gucken, ob wir sogar ein bisschen freestylen können, sonst Fäulen ausprobieren. Und ja, ich würde dann sagen, dann sehen wir uns am Spot wieder. Jo, wir sind jetzt hier am Spot angekommen, haben wir schon alle unser Material aufgebaut. Der ist jetzt auch schon auf dem Wasser. Jetzt packe ich mal die GoPro in die Line, mal gucken, ob der Wind reicht und dann sehen wir uns auf dem Wasser. Mit der hinteren, mit der ist man ein bisschen flexibler und kann das ein bisschen verteilen, das Gewicht. Wichtig ist halt, dass das ganze Gewicht erstmal ganz vorne drauf ist. Ihr fahrt zwar los. Hinteren Fuß mache ich nicht ganz nach ganz hinten, sondern auf die Höhe des Mastes so in etwa. Genau, damit das Gewicht immer unten bleibt. Ihr fahrt erst los und versucht das Board gar nicht erst hochzukommen. Und am Anfang so ein bisschen, seht ihr, die ersten Meter ist er so ganz normal gefahren und dann lässt es langsam hochkommen. Wenn er merkt, jetzt fährt er und er hat das einigermaßen stabil. Oh.
It's black and white, love. No more, baby. Love. No more, baby. Black and white. Just let me go, it's only right. For all I know, it's only matter.